Ja, hallo, ich bin's und möchte ganz kurz auf ein Thema eingehen, das ein bisschen unter den Nägeln brennt. Ich war eben auch in einer Sondersendung von SRF und habe das dort auch angesprochen. Wie gestalten wir denn Prüfungen in der nächsten Zeit, wenn die Schülerinnen und Schüler zu Hause sind und wir sie nicht dabei beaufsichtigen können, wenn sie diese Prüfungen schreiben? Zunächst einmal möchte ich euch ein bisschen ermuntern, die Frage locker anzugehen. Ja, Prüfungen sind irgendwie wichtig, sie scheinen wichtig zu sein für uns, auch für die Schülerinnen und Schüler, aber wir wissen im Moment noch wenig und wir wissen auch, dass die Lernsituation für viele Schülerinnen und Schüler nicht ganz einfach ist. Sie müssen sich zuerst an diese erschwerten Umstände gewöhnen. Wir müssen das auch, wir unterrichten anders, wir sind in der Vorbereitung enorm gefordert und jetzt hier einen Stress zu machen mit Prüfungen, das scheint mir wenig zielführend und wenig sinnvoll zu sein. Was heißt es dann konkret? Also, ich würde jetzt erst einmal abwarten, was so die Schulen, was vielleicht auch die Gesetzgeber, die gewisse juristische Vorgaben haben. Also in der Regel ist es so, dass Schülerinnen und Schüler beaufsichtigt werden müssen, dass sie auch Prüfungen alleine schreiben. Und hier kann ich auch in Klammern sagen, ich erhoffe mir sehr stark, dass diese Digi-Fernlernsituation dazu führen wird, dass dieses Prüfungsregime an sich in Frage gestellt wird, weil was uns am meisten im Wege steht hin zu einer zeitgemäßen Schule sind, diese Prüfungen ist diese Prüfungskultur, die so dieses Micromanagement, dieses was ist richtig, was ist falsch, füll mal das Arbeitsblatt aus und dann zeige ich dir die Musterlösung. Dieses sehr ineffiziente Lernen, das aber sich sehr wirksam anfühlt, dieses Lernen wird durch die Prüfungskultur befähigt. Und wenn wir jetzt merken, es geht auch irgendwie ohne diese Prüfungen, dann wäre es vielleicht hilfreich, wenn wir das auch so durchführen könnten. Und wenn ihr jetzt aber wie vorbereitet sein wollt, und das habe ich auch schon erwähnt, dann lasst eure Schülerinnen und Schüler Lernprodukte anfertigen, lasst sie Texte schreiben, lasst sie Präsentationen gestalten. Das habe ich gerade im letzten Video auch gezeigt, wie man digitale Präsentationen durchführen und aufnehmen kann. Lasst sie vielleicht auch Zeichnungen machen, Poster gestalten, also ganz viele Formen von Produkten herstellen, vielleicht auch kleine Filme machen mit dem Handy, Versuche durchführen und so weiter. Also die Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt, einfach Dinge, die man speichern, irgendwie abgeben kann. Und wenn dann der Moment gekommen ist, um tatsächlich zu sagen, ja, jetzt braucht es noch irgendwie Noten, es braucht Bewertungen, dann sagt ihr, ja, und jetzt machen wir daraus etwas, was ich bewerten kann, bewerten werde, und gebt aber auch nochmal Zeit vielleicht für Überarbeitungen, gebt klare Kriterien an, wie ihr das dann bewertet, weil es keine Unsicherheit geben darf, es darf nicht der Eindruck entstehen, ja, wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich es ganz anders gemacht. Also ich würde sagen, im ersten Moment durchatmen, die Prüfungen, die angesagt sind, mal sagen, wir warten mal darauf, bis da offizielle Richtlinien auch da sind, und dann sagen, ja, ihr habt ja schon gearbeitet und das, was ihr gearbeitet habt, daraus kann jetzt auch eine Note entstehen. Aber wir müssen wirklich uns auch politisch, gewerkschaftlich dafür einsetzen, dass dieses Corona-Semester, dass das ein quasi Nullsemester ist, dass man da einfach sagt, niemand soll darunter leiden unter dieser Situation. Versuchen wir, dass alle weiterkommen und machen dann im nächsten Semester wieder die erforderten Prüfungen und Leistungsnachweise, sofern das geht. Das wäre so meine Hoffnung, dass man hier wirklich großzügig ist und nicht Menschen dafür bestraft, dass sie jetzt in einer unsicheren Situation vielleicht nicht die Leistung haben erbringen können, die sie sonst auch hätten vorweisen können. Ich danke euch fürs Zuhören. Wir sehen uns bald.